Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires 2, The Age of Kings. Ja, ja, genau das Spiel. Also sind wir noch dasselbe. Jagen wir bitte die Bauern. Das finde ich jetzt irgendwie relevant, ehrlich gesagt. Und das ist hingegen, egal. Also ich würde sagen, eigentlich möglichst bald mal das Dorfzentrum zerfetzen. Wo war das? Was? Wo ist denn da? Ihr seid aber auch doof, ne? Tötet ihn. Aus. Habt ihr da auch alle Bauern weggekippt, die das hätten was Doofes machen können? Na, okay. Hoffentlich, ja. Schön, Jungs. Jetzt ist Zeit zum aktiv werden. Aktiv böse eigentlich. Genau. Ja, es ist schon wieder ein Priester. Tötet ihn. Einpacken. Wir haben etwas Sinnvolles angreifen. So was zum Beispiel. Und einen Tempel können wir dann auch noch bei Gelegenheit zerfetzen. Okay, gut. Jetzt sind noch Bauern irgendwo. Ah ja, wir können das ja eigentlich. Ah, wartet mal. Oi! Das sind sehr viele Bauern, die noch irgendwo sind. Das gefällt mir nicht. Oh, ein Priester. Was zerstört denn? Okay, oben ist auch nichts. Ja, blöderweise brauchen wir mehr Gold für das. Du kannst auch das auch so machen. Um herauszufinden, wo seine Bauern sind. Menschenskind. Okay, wisst ihr, was er macht? Oh, nein, das machen unsere Katapulte nachher. Er kommt mal hier hin. Vielleicht hat es da hinten noch Bauern. Und ihr, meine Lieben. Naja, eigentlich hat es da nichts mehr. Ihr holt mir mal den Eingang. Genau. Das klingt doch sinnvoll. Machen wir den Eingang auf für die Hauptarmee. Ich hoffe mal, Chingis hat mehr als wir da darbieten. Wo ist denn der Trupp, der da nach hinten geritten ist? Ach so, perfekt. Es könnte sein, dass hier hinten noch irgendwo Bauern sind, die irgendwie Holz hacken oder sowas. Wäre zumindest möglich. Ah! Da haben wir doch welche gefunden. Leute! Vergesst den Blödsinn. Kommt auch mit, da waren irgendwo Bauern. Die hier hingelaufen sind.
Und es gibt jetzt kurz einen Cut, tut mir leid. So, tut mir leid für den Cut. Da musste ich schnell die Tür aufmachen. Das passiert natürlich auch immer genau dann, wenn man aufnimmt. So, wo sind die? Sind doch da irgendwo hingeflüchtet. Ah, der fängt sie ab. Schön. Braver Junge. Er jagt sie wieder. Wunderbar. Ah! Oh, da ist noch einer. Ihr habt ja da hoffentlich noch was gefunden. Na, in dem Fall nicht wirklich, aber schön, dass wir dabei waren. Ne? Na, also meine größte Befürchtung ist, dass er irgendwann mal ein Dorfzentrum baut. Irgendwo. Und das wäre ganz, ganz doof für uns. Schön, er könnte ja noch weiterhin Zeugs zerstören und sobald wir 2000 Gold haben. Ja, er baut immerhin nichts Neues. Bis jetzt nicht. Das ist schon mal nicht schlecht. Obwohl, naja, er muss ja welche neu bauen, weil wir ja immer wieder welche finden und töten. Oh Mann. Oi! Sagt mal. Da kommt noch ein Reiter hin. Das ist ja unglaublich. Nee, ihr macht da das Tor kaputt. Oh je. Also ihr trefft aber auch. So gut wie kein anderer. Oi, yes. Interessant. Das ist jetzt interessant. Also, interessant, das ist jetzt irgendwie blöd. Das heißt, er baut effektiv noch. Und er hat noch. Und er macht noch. Und er ist irgendwo draußen. Ja. Das ist ja schön. Das ist echt cool. So, next door. Demnächst. Ah! Pisser. Ja, er hat irgendwo draußen irgendetwas. Hat definitiv draußen irgendwelchen Dreck. Ja, geflüchtet ist. Schön. Schön, dass wir dabei waren. Gut. Man hat hier unten noch ein paar Leute, ja, die sich rumprügeln, ist ja schön. Wie in der Bärchen. Auch nichts zu tun. Ja, demnächst gehen wir voll in Angriff. Ihr macht bitte das letzte Tor auch noch kaputt. Ah, das zweite ging jetzt deutlich schneller. Ne? Ja, wir müssen, glaube ich, demnächst rausreiten, ein bisschen Zeugs aufräumen. Feld abge. Oh! Oh, wow! So weit sind wir. Haben wir auch noch Holz? Sehr schön. Sehr schön. Wenn wir schon dabei sind, können wir da ein bisschen was pimpen. Pimp my wood. Oder sowas. Ich habe die Steine wahrscheinlich demnächst auch fertig. Ne? Ja, toll. Ja. Ja, er baut wieder auf. Er baut wieder auf. Freut mich sehr. Ui. Stark. Es muss irgendwo draußen noch was haben. Also ich glaube, er ist draußen irgendwo. Obwohl eigentlich so betrachtet, wenn sie von der Seite her kommen. Ich glaube, sie kommen von der Seite her. Oh wow, du bist echt. Das war jetzt auch sinnvoll, ne? Jungs. Na schön. Bitte das Tor aufmachen. Uah.
Okay, das heißt, eventuell hat er irgendwo hier hinten noch was. Ist eventuell ziemlich sicher sogar. Ja, wo muss hier was sein? Ja, bevor er selber drauf geht. Wollen wir doch schnell die Jungs. Das sind ja eigentlich auch gegnerische Bauern. Also grundsätzlich kosten die mich auch was. Oh, du bist doof platziert. Da kommst du nicht mehr raus, ne? Schon noch blöd. Was ist da noch? Irgendwo irgendetwas? Oi! Ja, das ist auch ein schöner Moment. Ja, Jungs. Okay, bitte, 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 bitte. Ein Schuss sollte reichen. Hat er noch irgendetwas gefunden? Nein, nicht wirklich, aber schön, dass wir dabei waren. Da ist auch nichts. Manno. Jetzt hat's auch. Ah! Wo sind denn die Jungs? Ah, ich hab sie, ja stimmt, ich hab sie nach oben geschickt. Mann, nee, oder? Ich muss ja alles absuchen. Ja, rennt mal nach hinten. Hab das hingekriegt? Ja, nicht wirklich, ne? Okay, die kommen von innen, vom Innern. Also das heißt, er hat hier irgendwo noch eine Produktionsstätte, eine neue. Interessant. Such mal alles ab. Na, schon so. Ne? So, rennt mal rum. Vielleicht finden wir ja was. Wo ist... Wo sind... Hä? Jungs. Gucken wir bitte, ob der Eingang leer ist. Und kaputt und zerstört und weg da. Und grundsätzlich können wir auch schnell mal die Gegend absuchen. Aha. Das sieht doch nach einer möglichen Siedlung aus. Na also. Schnell, jag sie. Oder jagt sie. Oh wow. Da ist gerade ein Angriff hier drin. Wo war das? Aha. Ich würde sagen, hier oben hat es Gold. Das hätte ich gerne. Stark, das heißt, sie sind irgendwo hier. Vor allem. Ah, reicht noch nicht. Okay, jetzt sollten wir bei 2,8 sein.
Vor allem solltet ihr jetzt das Teil zerstören. Und ihr kommt mit. Wir sollten jetzt dann langsam genug... Ah, Mann! Diese Pisser. Na gut. Wir jagen einfach seine Bauern. Das ist ja grundsätzlich auch eine Möglichkeit. Haben wir noch irgendwo so einen Trupp an Reitern, die blöd in der Gegend rumwursteln. Oh. Ah, stimmt. Haha. Jetzt aber. Yes! Also das seid ihr. Das ist effektiv die Stellung. Und da hat es noch was. Oh, Menschenskind. Ja, demnächst seid ihr weg. Das verspreche ich euch schon mal. Sind die Tribocke los? Jetzt auch doof, ne? Auch das eher nachteilhaft für dich, mein Lieber. Na, ja, wartet mal schnell. Hm, fangt ihn ab. Ah, und sonst fangt den ab. Besiegt. Sehr schön. So, jetzt. Da war doch was. Ich würde sagen, Jungs. Effizienz. Ah, beziehungsweise ihr könnt sie abfangen. Kommt runter und helft mit. Genau, er baut nichts mehr. Ja, genau sowas meine ich. Vergiss den Marktplatz. Den Marktplatz, nicht das Dorfzentrum. Echt doof. Echt schlechte Idee. Jawohl! Wir haben sogar alle besiegt, sogar den Ingenieur. Am Schluss noch knapp hingekriegt. Ha, schön. Boah, das war jetzt mühsam. Gut. Aber jetzt gucken wir, was passiert. Es war ein ruhmreiches Gemetzel. Für lange Zeit sollten China-Besucher vor den Bergen von Menschen- und Tierskeletten erstarren, die wir dort errichtet haben. Die mongolischen Horden haben bei ihrem Einmarsch in China eine bedeutende Errungenschaft gemacht. Technologie. Wir verfügen nun über die Fähigkeiten und die Ausrüstung, die es uns ermöglichen, Belagerungswaffen herzustellen. Wir werden die persischen und die europäischen Burgen aufknacken, um an das weiche Innere zu gelangen. Genghis ist mit unserem Erfolg zufrieden, wie auch mit dem Erbe, das er hinterlässt. Seine Mutter aß einst wilde Zwiebeln und Nagetiere, um nicht zu verhungern. Die Kinder und Enkel von Genghis jedoch werden von Tellern aus persischem Gold speisen. Alles klar. Ja, das war der Einmarsch in China. 5 Stunden? Das glaube ich jetzt nicht. Also es ging schon länger, aber die Anzeige ist sowieso ein bisschen seltsam. Ja, punktemäßig sind wir überlegen. Militär am meisten gefallene Einheiten, das ist nicht so toll. Wir haben am Schluss es noch geschafft, das Ganze umzukehren, dass wir mehr getötet haben als verloren. Das ist immerhin was. Die meisten abgerissenen Gebäude, ist ja klar. Rest das her. Finde ich super.
meisten Wirtschaftsstatistik. Wir hatten auch den meisten Handelsgewinn. Die meiste gesammelte Nahrung. Holz hat den Tag einen guten. Ja gut, sie haben bis zum Schluss Holz gehackt. Ne? Stein hat einen Gin. Echt? Boah. Obwohl wir... wie viel hatten wir eigentlich? Nur. Okay, gut. Aber sie haben nicht einander was geschickt. Interessant. Okay. Cool. Wir waren die Ersten in der Ritterzeit, weil der Rest ja eigentlich schon drin war. Ja, Imperialzeit, da waren die Jin die Ersten. Die meisten Technologien geholt, Jin und Sung. Hat ihn aber nicht groß geholt, also den Jin schon, Sung nicht mehr. Wir haben die größten, die Karte am meisten erkundet, das ist auch angenehm. Die größte Bevölkerung, ja. Haben die anderen, warte mal, sie hat nicht das größte Militär und nicht die größte Bevölkerung. Was haben die denn gemacht? Wir hatten drei Burgen, also am meisten, das ist auch toll. Cool, Zeitlinie, ja, da sieht man zuerst die Jin, dann die Xixia, die Sung und am Schluss die Tanguten. Na gut. Ja, ich würde sagen, das wäre es mit Einmarsch in China und die Folge ist eigentlich schon vorbei. Das heißt, die vierte Mission werden wir dann erst das nächste Mal sehen. Und falls ihr sehen wollt, wo die Horden denn nach Westen ziehen. Also ich meine, Westen ist eine generelle Richtung. Gehen wir nach Persien, nach Russland, nach Persien und Russland oder direkt nach Europa. Alles offene Fragen. Naja, eigentlich von China aus gesehen wäre Indien auch im Westen. Aber nur so am Rande. Also ihr seht, Fragen über Fragen und falls ihr sehen wollt, wohin, dass es uns dann wirklich das nächste Mal sieht, müsst ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei sein. Also liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.